Hallo und herzlich willkommen bei Ubi Testet. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute möchte ich euch mal wieder ein richtig schönes Familienfahrzeug vorstellen. Der Peugeot 5008 GT steht vor mir und wir schauen ihn uns heute von außen einmal an. Wir schauen ihn natürlich von innen an. Die Platzverhältnisse prüfen wir, den Kofferraum prüfen wir. Und dann gibt es noch einen Fahreindruck und ein Fazit. Bitte vergesst nicht, das Video zu liken, wenn es euch gefällt, den Kanal zu abonnieren mit der Abo-Glocke. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Peugeot 5008 GT. Schauen wir uns den Peugeot 5008 doch jetzt einmal genauer an. Zunächst von außen und hier sehen wir schon, es ist ein sehr dynamisches Dreinblicken, was der 5008 hier bietet. Die GT-Version bietet hier diesen Chrom-Kühler-Grill mit den Chrom-Inlays, die sich um das Markenlogo herum bilden. Wir sehen auch, hier vorne ist auch eine Frontkamera installiert. Insgesamt haben wir hier nämlich ein 360-Grad-Kamerasystem, was auch sehr, sehr schön ist. Es gibt übrigens hier serienmäßig beim GT Voll-LED-Scheinwerfer, die auch sogenannte Laufrichtungsblinker hier bieten. Die sind sehr, sehr fein auch wirklich da drinnen eingebettet, wie wir sehen. Darunter diese kleinen Punkte hier, das ist das LED-Tagfahrlicht. Die Ausleuchtung der Voll-LED-Scheinwerfer ist wirklich sehr, sehr vorzüglich. 4,64 Meter ist unser Peugeot 5008 übrigens lang. Er hat eine Höhe von 1,65 Meter. Der Radstand ist 2,84 Meter. Und wir haben dann tatsächlich eine Gesamtbreite mit Außenspiegeln von 2,10 Metern. Das ist schon sehr, sehr stattlich, was der Peugeot 5008 hier bietet. Sein kleiner Bruder, der Peugeot 3008, ist definitiv deutlich sportlicher ausgearbeitet. Besonders erkennbar tatsächlich beim 3008 wird hier hinten dann die Partie des Daches nach unten gezogen. Der wirkt deutlich dynamischer, während man hier einfach das Ganze verlängert hat und somit auch den Van-Charakter hier hervorheben möchte, denn der Peugeot 5008 ersetzt tatsächlich ein Van-Modell bei Peugeot. Man hat vorher den 5008 als klassischen Familienvan gehabt. Jetzt soll es hier natürlich aufgrund des SUV-Booms ein SUV richten. Und das ist immer so eine schwierige Geschichte, denn es geht hier vor allem natürlich auch darum, wie sind denn eigentlich die Platzverhältnisse für Familien. Und da bietet der Peugeot 5008 dann doch wirklich stattliche Maße. Die Heckklappe hier öffnet elektrisch und dahinter verbirgt sich dann ein durchaus stattlicher Kofferraum. 780 bis 1980 Liter Kofferraumvolumen bietet der Peugeot 5008. Es gibt ihn optional als Siebensitzer. Die zwei zusätzlichen Sitze in der dritten Reihe sind im Boden eingelassen, können dann auch relativ leicht ausgeklappt werden. Die Sitze der zweiten Reihe können umgelegt werden. Es handelt sich hier um drei Einzelsitze. Jeder Einzelsitz ist mit Isofix bestückt und bietet auch die Möglichkeit der Installation von Kindersitzen. Werden die Sitze umgelegt, bietet sich eine durchaus beachtliche Ladelänge von insgesamt über 3 Metern, wenn die Beifahrersitzlehne umgelegt wird. Wir haben also somit wirklich genügend Stauraumvolumen hier im Peugeot 5008. Da passen Kinderwagen perfekt rein plus Reisegepäck. Zusätzlich gibt es noch eine Anhängerkupplung. Die Anhängelast liegt hier beim GT mit der stärksten Motorisierung bei guten 1,8 Tonnen. Ich nehme einmal Platz im Peugeot 5008 GT auf der Rückbank und ich sitze hier vorzüglich. Das ist echt faszinierend, wie viel Platz der 5008 hier im Innenraum bietet. Wir haben hier drei Einzelsitze. Alle drei Einzelsitze verfügen über Isofix. Das heißt also, man kann wirklich auf jedem Sitz einen Kindersitz installieren. Die Sitzposition hier ist wirklich gut. Ich sitze aber auch sehr weit an der Tür. Ich
bin natürlich jetzt sicherlich nicht das absolute gerade Maß mit meinen 1,78 und etwas Körperfülle. Dennoch muss ich sagen, man fällt als erstes auf. Der Sitz ist auf meine Größe eben eingestellt. Ich habe hier hinten vorzüglich Platz. Es ist Wahnsinn. Ja? Natürlich, klar, wer auf Reihe 3 sitzt, naja, der hat natürlich weniger Beinfreiheit, aber dafür kann diese Einzelsitze natürlich auch entsprechend nach vorne geschoben werden. Und wenn ich nach ganz vorne gehe, okay, dann sind meine Knie hier schon ziemlich drinnen. Ich kann sie aber so weit falten, dass hinter mir auf alle Fälle noch genügend Platz ist. Die Kopfstützen gehen auch ausreichend weit hinaus. Kopffreiheit, naja, so eine halbe Hand habe ich hier oben noch Platz wegen des Glaspanoramadachs, was hier drinnen ist. Jetzt schieben wir den Sitz mal wieder nach hinten. Und dann fällt auf, wie gesagt, nicht nur diese Beinfreiheit, sondern wir haben hier noch stabile Tische. Die Kindersitze können hier sehr gut installiert werden. Reboarder-Kindersitze sind aufgrund der Beinfreiheit gar kein Problem. Wir haben hier einen Haltegriff, wir haben hier Halteoptionen für das Trennnetz, was dabei ist. Daumen nach oben. Ein weiterer Punkt ist natürlich hier die Möglichkeit, die Sonnenschutzrollos hier zu installieren. Das ist auch ein richtig großer Pluspunkt, gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist. Dann haben wir hier hinten von der Stromversorgung gibt es gar keine Probleme. Wir haben zwar keine USB-Anschlüsse, dafür haben wir einmal einen 12-Volt-Anschluss. Wir haben Luftausströmer, wir haben die Luftausströmer, die wir regulieren können, sogar noch zusätzlich in ihrer Gebläsestärke. Und wir haben hier unten eine 220-Volt-Steckdose, so also genügend Strom für den Fond. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, schauen wir uns an, wie der Fahrer denn so versorgt ist. Der wohl wichtigste Platz natürlich für ein Fahrzeug-Review ist der hinter dem Lederlenkrad. Hier sitze ich übrigens auf AGR-zertifizierten Sitzen. Das sind sogenannte, also AGR steht für Aktion gesunder Rücken, rückenschonende Sitze, Massagefunktion. Hier übrigens mit Napa-Leder ausgeschlagen. Sehr gut, denn wir haben hier wirklich auch noch eine tolle Schenkelauflage, die weit ausziehbar ist. Die Massagefunktion ist angenehm, die Sitze sind toll ausgeformt. Selbst 700 Kilometer am Stück konnte ich hiermit ohne Probleme abspulen. Einwandfrei, Daumen nach oben dafür. Hier natürlich dann ein sehr, sehr kleines Lenkrad, das schauen wir uns aber gleich nochmal an. Der breite Mitteltunnel schränkt so ein bisschen die Kniefreiheit hier rechts ein. Aber nicht so dramatisch, als dass ich hier ein Problem kriegen würde, auch auf langen Strecken. Es fühlt sich angenehm an. Einzig tatsächlich die Ablage für den linken Fuß bei der Automatik ist etwas zu stark gewinkelt. Also der fällt dann immer wieder mal hinter das Bremspedal auf langen Strecken. Das Lenkrad selbst ist natürlich in Höhe und Tiefe verstellbar. Da findet auch jeder definitiv seinen perfekten Sitzplatz. Jetzt schauen wir uns mal den Innenraum hier genauer an vom Peugeot 5008. Was als erstes auffällt, wir haben das neue hier, dieses iCockpit genannte Innenraumdesign von Peugeot, was hier wirklich gut funktioniert. Also ich habe jetzt einfach mal meine Blickhöhe genommen und da schaue ich über dieses kleine Lederlenker, das wirklich ultra klein ist. Das hat einen sehr, sehr kleinen Durchmesser. Es ist unten und oben abgeflacht, damit man eben dieses iCockpit so nutzen kann. Der Blick soll tatsächlich hier über den Lenkkranz auf die volldigitalen Instrumente fallen und das tut er sehr gut. Die sind auch sehr gut ablesbar, das Display ist schön aufgelöst. Es gibt verschiedene Anzeigemöglichkeiten, die man haben kann, um sich hier bestimmte Sachen anzuzeigen. Schauen wir uns hier mal an die Ansicht der Fahrhilfen. Die Navigationsansicht, also da gibt es einen kleinen Kartenausschnitt. Dann haben wir hier die Möglichkeit, das Ganze auch zu personalisieren über den Media Screen. Da kann man sich dann auch bestimmte Anzeigen einzeigen lassen. Man kann das Ganze auch minimieren für lange Autobahnfahrten in der Dunkelheit oder eben, wie gesagt, die klassischen Rundinstrumente sich anzeigen lassen. Übrigens, auch hier, wie übrigens BMW es jetzt mittlerweile eher gemacht hat, der Drehzahlmesser entgegen der des Uhrzeigersinnes. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Das
Lenkrad ist sehr einfach aufgebaut. Links haben wir dann Lautstärkenregulierung sowie Display-Einstellungen hier über das Drehrad. Rechts die Tracks zum Ändern und die Telefonannahme. Dann haben wir hier einen freistehenden Bildschirm. Der ist leider in seiner Auflösung nicht so gut. Das merkt man besonders, wenn man sich dann tatsächlich die Kartenansicht aufruft. Die ist nicht so schön fein aufgelöst, sondern eher etwas pixelig. Auch Apple CarPlay wird sehr pixelig dargestellt. Also hier wird aber jetzt demnächst sicherlich ein Update kommen, denn der Peugeot 5008 bekommt jetzt in Kürze ein Facelift. Dann haben wir hier die Direktwahltasten, die sogenannten Klaviertasten. Die sind sehr fein, fühlen sich gut an und die Direktwahltasten bieten natürlich auch die Möglichkeiten, hier direkt durch die einzelnen Menüs hindurch zu switchen. Gefällt mir persönlich ganz gut. Den Warnblinkhebel, den finde ich ein bisschen zu weit außen. Den könnte man vielleicht irgendwo noch woanders platzieren, aber er ist gut erkennbar, weil er hervorgehoben ist. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, uns bestimmte vorkonfigurierte Ambiente einzeigen zu lassen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Dann haben wir hier Boost und Relaxed. Gehen wir mal auf Boost und wenn wir hier nämlich in die Einstellungen reingehen, dann sehen wir auch gleich, was da so alles möglich ist. Also Beleuchtung, Darstellung, Dynamik, natürlich, wie das Ansprechverhalten vom Fahrzeug ist, welche Einstellung man im Kombi-Instrument haben will, welche Beleuchtungsstärke von der Ambientebeleuchtung. Und jetzt kommt der Witz, wir können uns tatsächlich verschiedene Düfte hier einspielen lassen oder einpusten lassen. Harmony Wood, Cosmic, Cure und Aerodrive. Und wir können natürlich hier auch die Intensität der Dufteinsprühung wählen. Dann die Massage. Funktion, wie schon erwähnt, bei den Sitzen, da gibt es auch mehrere Programme, Wave, Stretch, Lumbar und Shoulders. Also wirklich sehr, sehr fein. Wir können die Intensität, Stärke der Massage auch einstellen. Ich muss sagen, die Katze macht da schon einen sehr, sehr guten Eindruck. Genau, das ist das. Darunter gehen wir mal hier hin. Lautstärkenregulierung haben wir immer noch einen Knopf, das finde ich sehr gut, oder ein Drehregler. Dann die Sitzheizung hier. Dann haben wir noch die Direktwahltasten fürs Klimainstrument. Das Klimabedienteil ist ja, wie wir schon gesehen haben, hier tatsächlich in den Monitor hinein gerutscht. Lässt sich mit der Zeit ganz gut bedienen, kann man nicht meckern. Dann haben wir hier unten eine Induktivladeschale für Smartphone sowie USB-Anschluss für Apple CarPlay, die 12-Volt-Anschluss. Dann der Automatikstick, den wir hier haben mit so einem kleinen Pad, lässt sich die Hand wirklich schön ablegen. Gibt es auch keine Bedienprobleme. Die elektronische Parkbremse und hier können wir tatsächlich den Sportmodus dann aktivieren. Dann haben wir hier noch ein kleines Ablagefach für Smartphone, da liegt es auch noch ganz gut, wenn es denn geladen werden soll oder aber vom Beifahrer. Dann hier drüben ein großes Handschuhfach, das bietet auch genügend Möglichkeit, um da wirklich Unterlagen oder so reinzustellen. Der Beifahrer-Airbag wird hierüber mit dem Schlüssel deaktiviert. Dann haben wir hier übrigens ein Echtholz eingelegt, naturbelassen. Also das hat eine offenporige Struktur. Dann sehen wir jetzt hier auch nochmal die Sitze. Wie gesagt, in Napa-Leder mit schönen Ziernähten hier drinnen. Das ist wirklich sehr hochwertig. Das Auto hat 20.000 Kilometer abgespult mittlerweile. Und die Sitze schauen immer noch einwandfrei aus. Da sieht man quasi keine Gebrauchsspuren. Rundumsicht auch gut. Da oben das große Glas-Panoramadach. Dann haben wir hier noch eine Mittelarmlehne, ein großes Ablagefach. Da passt wirklich jede Menge Zeugs rein. Geldbeutel oder ähnliches. Zwei Cupholder. Ja, und dann würde ich auch sagen, war es das schon hier im Innenraum. Wir können einfach mal losfahren.14 Tage lang hat mich der Peugeot 5008 jetzt im Alltag begleitet, sowohl auf Langstreckenfahrten als auch auf der täglichen Weg zur Arbeit oder aber die üblichen, ganz normalen täglichen Besorgungsfahrten musste der 5008 sowohl im Leerzustand mit mir oder aber voll besetzt mit der Familie absolvieren und das hat er wirklich bravourös gelöst. Woran liegt es denn? Ja, einfach aus diesem Gesamtpaket von bequemem Fahrwerk, kraftvollem Dieselantrieb mit 177 PS bzw. 400 Newtonmetern,
die jetzt aber keine überschwellige Dynamik vermitteln, denn 1,7 Tonnen stehen hier dem Ganzen einfach entgegen. Natürlich immer noch 9,2 Sekunden auf 100, 208 Stundenkilometer Topspeed. Das sind ordentliche Werte, da kann man nicht meckern. Viel interessanter ist natürlich für euch da draußen auch der Wert des Verbrauches. Und genau hier setzt für mich der Peugeot nochmal einen weiteren Pluspunkt. Denn ich bin ihn jetzt im Alltag mit knapp über 6 Litern gefahren. Im Gesamten, weil auch viel Autobahn dabei war, bei knapp über 7 Litern, also 7,1, 7,2. Da lag ich jetzt im Schnitt weit über 1000 Kilometer. Das ist echt Wahnsinn. Also wirklich für so ein Schiff ist es auf alle Fälle aller Achtung wert. Das Fahrwerk, wie gesagt, nervt nie mit überzogener Straffheit, sondern im Gegenteil, federt viel weg. Nur kurze Stöße von Querfugen oder so, die schlagen dann durchaus mal durch. Und die hört man auch natürlich im Innenraum, weil das Ganze sehr voluminös ist. Dennoch, ich bin echt beeindruckt, was die Franzosen hier auf die Beine gestellt haben. Na also, es geht doch. Die Transformation vom Van zum SUV ist Peugeot gelungen. Der 5008 macht wirklich alles richtig. Er hat genügend Platz für Kind und Kegel bis zu 7 Personen. Er fährt sich recht angenehm, komfortable Federung im Gesamtpaket. Und der Verbrauch beim Diesel bleibt mit 7 Litern auf einem ja, wirklich ökonomischen Wert hängen. Okay, das Ganze hat natürlich seinen Preis. Das muss man ganz klar sagen. Und da gucke ich jetzt einmal noch mal ganz kurz auf meinen Spickzettel. Und zwar ab 27.150 Euro geht es los beim Peugeot 5008. Was bekommt ihr dafür? Ihr bekommt den Peugeot 5008 mit einem 130 PS Benziner, der gekoppelt ist an ein 6-Gang-Handschaltgetriebe in der günstigsten Einstiegsvariante Access. Gut, es gibt natürlich noch einen 130 PS Benziner mit Automatik 8-Gang oder den 180 PS Benziner mit 8-Gang Automatik sowie zwei Diesel, ebenfalls 130 oder 180 PS. So wie er hier steht, beginnt der GT, den es übrigens nur mit dem 180 PS Diesel und Automatik gibt, bei 44.550 Euro. Und so wie unser Testwagen hier steht, der wirklich eigentlich alles drinnen hat an Optionen, was man ordern kann, da sind wir bei 50.280 Euro. Das ist natürlich jetzt eine Stange Geld für einen Franzosen. Dennoch muss man immer wieder erwähnen, die Listenpreise dienen natürlich nur zur Vergleichbarkeit mit den Mitbewerbern. Und genau hier würde ich einfach mal sagen, ist der Peugeot wirklich gut eingepreist, vor allem für das Preis-Leistungs-Verhältnis, was er hier bietet. Ja, da kann man nicht meckern. Schreibt mir aber jetzt unten mal in die Kommentare, was eure Meinung zum Peugeot 5008 GT ist. Wäre er euer Fall? Wäre er nicht euer Fall? Wie hat euch das Video gefallen? Unten in die Kommentarbox habt ihr genügend Platz und lasst uns bitte diskutieren über den Peugeot 5008. Ich würde mich freuen und natürlich vergesst bitte nicht, dem Ganzen ein Like zu geben, den Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns auch demnächst schon wieder. Tschüss und Servus, euer Uwe.